Ich habe mich heute eurer Challenge gestellt. Es geht darum, wie kann man mit Drogerieprodukten genauso elegant und gut aussehen wie mit High-End. Ich habe Produkte in der Drogerie für euch gefunden. Gucci, Dior, ach, und auch Charlotte Tilbury. Ihr werdet gespannt sein, was ich für Tubes gefunden habe und wie ich sie angewendet habe. Und viele Tipps und Tricks sind dabei, wie ihr die auftragen könnt. Ihr könnt gespannt sein. Ich starte mein Make-up immer, indem ich meine Haut natürlich sehr gut vorbereite, weil das ist das A und O. Ein Make-up sieht wirklich immer nur dann aus, wenn die Haut schön gepflegt ist. Das heißt also, wenn so ein besonderer Tag ist, zum Beispiel eine Tuchmaske, das kennt ihr selbst. Oder was ich immer wieder betone, ist hier von Wilkinson dieser Gesichtsrasierer. Da schaue ich, dass der Flaum hier neben zum Beispiel weg ist. Denn es sieht wirklich nicht gut aus, wenn ihr einzelne Härchen habt, auch hier so um den Mund rum, das rasiere ich mir immer weg. Wisst ihr, ist auch ein Ammenmärchen, wächst noch nicht mehr nach. Der ist von Wilkinson von DM, finde ich immer super gut. Was auch wichtig ist, meiner Meinung nach, dass die Augenbrauen ein bisschen gezupft sind. Also heute geht man nicht mehr hin und macht sie so schmal. Das haben wir früher gemacht. Man lässt die natürlicher. Aber trotzdem, wenn Haare völlig wild stehen, dann ist es halt auch schwierig, diesen Rahmen des Gesichtes mit den schönen Augenbrauen halt besonders gut zu zeigen. Jetzt geht's los. Ich habe gesagt, es geht um die Favoriten. Meine Favoriten zum Beispiel jetzt erstmal im Primer-Segment ist absolut mein absolutes neues Highlight hier von Trended Up. Ich weiß nicht, also mir ging es so, ich war in der Drogerie und zwei Frauen standen davor und sagten, der ist gut, ne? Also der ist richtig gut. Die Freundin sagte, kenne ich noch gar nicht. Ja, und ich kannte den auch noch nicht. Also habe ich meinen Einkaufskorb genommen, reingepackt und das ist er. Und ihr seht, also ich habe den auch schon jetzt sehr häufig benutzt. Er ist so gut, ich kann den echt nur empfehlen. Und zwar gebe ich mir den jetzt erstmal auf die Hände. Denn auf den Händen ist immer gut, das erwärmt sich. Dann gebe ich mir den erstmal überall dort ins Gesicht, wo ich so diesen Primer haben möchte, T-Zone, der heißt Awaken, ist auf Naturbasis und ist so ein Aloe Vera und der fühlt sich so gut auf der Haut an, der erfrischt total schön, er riecht so ein bisschen wie Gurke und irgendwie macht den total frisches Gesicht und einen super schönen Glow für unten drunter. So. Einmal aufgetragen, weiter geht's mit der Foundation. Da habe ich gerade aktuell zwei, wo ich sage, die finde ich richtig gut. Das ist einmal Trended Up, das ist die Matte Foundation. Ich habe sie in der Farbe 050 oder aber hier, die kennt bestimmt der ein oder andere von euch auch, diese Nude Foundation von Perfect Match. Das ist die Farbe hell bis mittel. So, hier ist es so, das ist also ein Make-up, was sehr, sehr gut abdeckt. Also wenn ihr geplatzte Äderchen habt, wenn ihr irgendwas abzudecken habt, kleine Pickelchen, dann deckt die super gut ab. Wer es von euch lieber etwas weniger haben möchte, der so eine ganz leichte Foundation haben möchte, aber nicht so abgedeckt, natürlich, der ist mit dieser Nude Foundation super gut aufgestellt. So, und ich trage beide. Wie gesagt, heute soll es ein bisschen deckender sein. Wobei ich sagen muss, manchmal ist mir diese Matte Foundation auch ein bisschen fest auf der Haut. Deshalb gehe ich hin und mische das. So, ich habe hier auch von DM so eine kleine Schale. Den nehme ich auch immer fürs Mineralpuder und gebe mir von beiden etwas in diese Schale rein. So, dann nehme ich mir einen fest gebundenen Pinsel und schaut euch das mal an und ich verrühre mir das. Ich habe das zu gleichen Teilen und jetzt habe ich genau die richtige Konsistenz. Es ist deckend, aber es ist nicht so fest auf der Haut. So, und wenn ihr jetzt mal schaut, es deckt komplett schön ab. Ich zeige mal hier die eine Seite und das ist so schön und so passend, so leicht, dass man es auch hier relativ nah zum Auge hinnehmen kann. Ich mache jetzt erstmal eine Seite. Ne, und schaut euch das mal an, wie ebenmäßig, gleichmäßig dann dadurch die Haut wird. Und hier ist es noch gerötet. Ne? Ihr seht jetzt mal hier die zwei Seiten, den Unterschied. Und das ist so mein persönliches Perfect Match. Also es ist immer so, ihr könnt mit der Foundation mischen. Ihr habt wahrscheinlich eine Sommerfoundation, eine Winterfoundation. Und der Mix, der macht es dann eben aus und ihr passt es dann auf, auch eurem Hautton an. Und wenn die Farbe richtig gut passt, ja, dann müsst ihr natürlich auch hier am Hals gar nicht viel machen. Das heißt, ihr schafft so einen ganz minimal kleinen Übergang. Aber wie ihr seht,
zum Hals. Ihr müsst einfach nicht viel machen, weil sie passt. So, dann gebe ich sie mal komplett auf das Gesicht. So, jetzt ist die Foundation aufgetragen und damit sie richtig gut in die Haut eingearbeitet wird, nehme ich mir immer noch mal so einen angefeuchteten Beauty Blender und tupfe mir das noch mal so ins Gesicht ein. So, weiter geht es. Und zwar, das ist der Bare With Me Concealer, auch einer meiner Highlights aus der Drogerie von NYX. Mag ich super gerne. Und wenn es den ganzen Abend halten soll, gibt es auch hier diesen HD Primer. Den gebe ich mir ganz, ganz leicht erst einmal eben auf die Hand und dann arbeite ich ihn unterhalb des Auges ein. Schaut euch das mal an. So sieht die Farbe aus. So, das ist so ein bisschen Concealer, damit die Deckkraft einfach besser da ist und dann hält mir das auch den ganzen Abend. Dann gebe ich mir hier noch mal etwas von dem Concealer auf die Hand, reibe das zuerst einmal, denn es ist nicht schlimmer, als wenn zu viel Concealer unter dem Auge ist. Und deshalb gebe ich mir das erstmal so auf die Hand, damit das sich erwärmt und dann kommt es erstmal unters Auge. So, dann nehme ich mir hier so ein kleines Pad, die sind auch ganz süß. Dann gebe ich mir das hier, drücke mir das hier wirklich schön in die Haut und verteile mir den Concealer so, dass man den tatsächlich nicht mehr so optisch sehen kann. Da gebe ich mir Mühe, da ziehe ich auch mal so ganz leicht an der Haut, weil wir haben ja hier die kleinen Fältchen, dass auch die noch mal so gut eingearbeitet werden. Natürlich vorsichtig, aber so ein bisschen ziehen, das wird dann jeder von euch sehen. Da grisselt das immer so ein ganz klein bisschen in die Fältchen rein. Und da muss das Produkt dann quasi gut verteilt werden und wieder rausgeholt werden. So, dann geht es weiter. Und zwar habe ich für euch entdeckt, ich mag ja gerne von Dior hier diesen sehr gehypt, dieses sehr gehypte Rouge. Und Trended Up hat ein neues. Und wenn ihr euch das mal anschaut, die sind von der Farbe her so ähnlich, man kann es also kaum sehen. Ich versuche mal so einen Swatch zu machen. Fange erstmal mit dem Dior an, das mal auf die Haut. So, jetzt sind die zwei nebeneinander. Schaut euch das mal an. Das ist ein minimaler Unterschied und auf der Gesichtshaut seht ihr es kaum. Also deshalb zeige ich euch heute, wie gesagt, mal genau dieses Rouge, ne, was ich also ganz toll finde, weil es so unglaublich Frische gibt. So, dann noch ein Tipp von mir und zwar, ihr könnt Rouge auch so auftragen. Und zwar mit dem Beauty Blender hier einmal rein, dann einmal so. Jetzt denkt ihr, was macht sie denn da jetzt? Aber schaut euch das mal an, wie schön sich das dann verteilt mit dem Beauty Blender. Also einmal, wie gesagt, hier so einen kleinen Strich und das Ganze dann einfach so einarbeiten und das Rouge sitzt genau schön an der Stelle. Ja, dann zeige ich euch aber noch den Wonderstick und zwar ist er auch ganz neu. Also für diejenigen von euch, die lieber mit einem Creme Rouge arbeiten. Das gibt es auch ganz neu. Das ist die Farbe Light Peach und Baby Peach. Genau. Und die zeige ich euch auch mal. Das sind zwei sehr, sehr schöne Farben. Einmal den rosé-stichigen, der passt jetzt hier dazu. Und einmal, der hat so ein ganz klein bisschen Peach noch mit drin. Aber wir nehmen den rosanen. Den gebe ich jetzt auch hier nochmal auf die Stelle. Mache das genauso. Ihr seht, deshalb habe ich das euch gezeigt. Die Farben sind fast identisch, aber wie gesagt, die Auftragetechnik ist die gleiche. Aber hier ist es einmal Creme und hier ist es einmal pudrig. Das ist immer so, ja, wie man das mag, wem das besser gefällt. Der eine, der mag lieber die Cremeprodukte und der andere, der mag halt lieber eben die Puderprodukte und kommt da einfach besser mit zurecht. Aber ihr seht, Farben sind identisch und ja, nimmt sich ganz gut schön an der Haut an. Dann zeige ich euch das nächste und zwar fand ich auch super gut Contour Concealer. Viele von euch kennen wahrscheinlich von Charlotte Tilbury den also den Contouring Stick und der ist natürlich sehr, sehr teuer. Ja. Und eine Zuschauerin hat mir geschrieben, geh doch mal bitte hin, nimm doch mal wieder ein bisschen Drogerie, weil die Sachen sind natürlich immer sehr teuer. Es ist schön, dein Make-up, was du machst, aber schau doch mal, ob du Alternativen für uns auch findest in der Drogerie. Und das ist zum Beispiel eine tolle Alternative.
Ich gebe mir jetzt zwei Punkte als Contouring hier einmal rauf. Dann gehe ich einmal hier oben über den Bereich an der Stirn. Ihr braucht auch nur ganz wenig, weil sich das wirklich gut verteilt. Und warum mache ich das hier unten? Hier das Kinn ist ja noch oval, aber hier haben wir die kleinen Hängebäckchen. Das wollen wir zurücktreten lassen. Und unter dem Kinn am Hals, das wollen wir auch ein bisschen zurücktreten lassen. Deshalb, da kommen jetzt meine Punkte hin. Dann wird es verblendet. Immer ein bisschen nach oben. So, und schaut euch das mal an. Wer jetzt noch ein bisschen mehr haben möchte, ich glaube, da kann man noch mal zwei Punkte drüber geben. War jetzt ein bisschen zaghaft, aber ich finde es auch nicht so schön, wenn man da so eine ganz extrem braune Linie hat und alles schön verblenden. Das finde ich, wie gesagt, eine super günstige Alternative und das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wirklich. Also selbst wer von euch die teure Variante hat, ich finde es einfach super. So, weiter geht's. Ja, wer von euch mag gerne ein Strobing-Stick? Das ist also ein Highlighter. Das ist die Farbe 100. Die kann so ein bisschen auf die Nase. Das gibt immer so ein bisschen Glow. Dann kann man das hier auch oberhalb der Wangenknochen setzen. Das mache ich mir auf das Lippenherz. Hat einen schönen Glow. Wer das möchte, kann es auch hier so neben der Nase noch mal ein bisschen setzen. Ja, schön. Dann nehme ich mir immer von Catrice dieses Puder. Das ist die 025, der Peach-Ton. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der zaubert das Gesicht richtig flawless. Das ist so schön. Also ich muss sagen, der ist günstig, aber wirklich gut. Mein absoluter Favorit. Und ja, ihr habt hier zum Beispiel auch relativ neu aus der Drogerie ein Baking Blender. Du kannst damit den Concealer hier vorne auftragen. Hier kannst du dann mit dem Puder unter den Augen arbeiten. Und das ist also die Fläche, wo du Foundation einarbeiten kannst. Habe ich also auch ganz neu entdeckt. Finde ich irgendwie richtig gut. Und vor allen Dingen diese gerade Fläche. Also zum Einarbeiten von der Foundation finde ich toll. Also da kann man richtig viel mitmachen. Und wie gesagt, ich nehme ihn jetzt nochmal für das Puder. Hier einmal für unter die Augen. Also mit dem Baking sollen wir in unserem Alter natürlich auch vorsichtig sein. Das heißt also, wenn überhaupt mit Puder gearbeitet wird, ganz, ganz minimal. Oder ihr lasst es ganz weg. Aber ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel über die Stirn gehe oder hier noch einmal, das macht also doch noch mal die Haut so ein bisschen schöner und drückt und arbeitet ja noch mal die Foundation ein bisschen besser auch ein. Hier kann ich dann noch mal einmal rübergehen und das ein bisschen verblenden. So, ihr könntet jetzt zum Beispiel hier seht ihr das? So noch mal ein bisschen arbeiten. Das macht das ganze Gesicht auch ein bisschen schmaler noch. Und das kann wieder schön eingeklopft werden. Ihr könnt die Nase ein bisschen schmaler machen. Dann braucht ihr noch nicht mal hier neben das Contouring. Da haben auch einige Angst vor, dass sie da so viel machen. Also dann nehmt einfach euch hier den Baking-Schwamm und geht einfach mal hier so rüber. Hier könnt ihr auch noch mal kontrollieren, dass ihr nicht so weit in die Mitte gegangen seid. So sitzt das alles. Ja, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, was nehme ich denn gerne zum Fixieren? Ich mache das immer in der Mitte, wenn ich also das Puder aufgetragen habe, um halt Puder schon mal mit Foundation zu verbinden. Und da finde ich auch von NYX eben hier dieses Phoenix-Spray sehr, sehr gut. Das ist das, was aber so ein bisschen schimmert. Und das mag ich gerne, das gebe ich mir nämlich jetzt schon mal so ein bisschen auf das Gesicht drauf und ganz am Ende noch mal Augenbrauen, fragen sich wahrscheinlich auch einige. Bei den Augenbrauen, die kämme ich mir jetzt erstmal hier so ein bisschen in Form. Und da ist mein neuester Favorit, auch von NYX, hier dieser Flüssig-Liner. Der ist in einem Aschbraun, also ich habe ihn jetzt hier in dem Aschbraun.
Und ja, ich habe ihn bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen. Sie nutzt nichts anderes und ich fand es irgendwie richtig cool, dass man halt auch mal so ein bisschen einzelne Striche auch zeichnen konnte. Und ich habe selbst das Problem, dass also hier vorne einfach keine Haare wachsen und jetzt kann ich eben mit diesem Liner, weil der auch auf der Haut malt, ein bisschen weiter nach vorne gehen und kann mir also einzelne Striche auch ein bisschen vor der Braue malen, dass das wie so eine Art Microblading ist und jetzt nicht so als plakative Augenbraue ist, sondern dass sie schönen einzelnen fädrigen Strichen eben, dass ich da arbeiten kann. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, schaut ihr, ich gehe da quasi jetzt hier so rein und ziehe mir die jetzt hier vorne so ein bisschen rüber. Fülle mir damit auch ein bisschen die Lücken aus. Und was ich auch mache, dass ich also die hier hinten, die Augenbraue so ganz leicht verlängere, damit die da so ein bisschen weicher ausläuft. So, dann schaue ich mir das noch mal an, ob noch was zu korrigieren ist. So, und weiter geht's. Dann gibt es hier von NYX die Jumbo-Stifte. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind sozusagen Augenprimer, Lidschattenprimer im Naturton. Das auch einmal hier. Und ja, oft fragt man sich, die kann man nicht drehen, was macht man denn damit? Die kommen zum Beispiel in die Kühltruhe, ganz kurz, dass es ganz kalt ist und dann könnt ihr die wunderbar spitzen und könnt ihr dann, wie gesagt, also sehr, sehr gut verwenden. Aber das ist immer das Problem, habe ich mich auch gefragt, wie geht das? Ja, und das geht super gut, wie gesagt, Kühltruhe rein und dann wird gespitzt. So, ihr könnt einmal hier unter dem Auge entlang gehen, dann kommt das auf das ganze bewegliche Lid. Erst vorsichtig unter den Augenbrauen entlang auf das bewegliche Lid. Dann verteile ich mir das gleichmäßig und habe schon meine Base. Die Farbe fand ich recht schön. Die heißt Eis. So, wenn das gesamte Auge hier erstmal hell ist, dann vergrößert das auch ein bisschen. Ihr habt dann einen etwas größeren Abstand zwischen der Augenbraue und dem Auge, weil es halt optisch durch die helle Farbe ein bisschen größer macht. Das braucht auch nicht abgepudert werden. Da kann direkt auch der Lidschatten drauf. Und ich habe jetzt hier die Midnight Orchid, so heißt die Palette von NYX. Und ich nehme jetzt erstmal hier den hellen Ton an der Seite, beziehungsweise also hier in der Lidfalte, den braunen. Ich komme mal so ein bisschen weiter nach vorne. Und ich habe mir ausgesucht hier diesen lila stichigen, weil braune Augen immer mit so einem lila Ton, mit einem dunklen Fliederton immer sehr schön hervorstechen oder auch mit Blau. Das ist so eine Gegenfarbe und da kommt das Auge noch mehr raus. So, das ist jetzt zum Beispiel auch hier von Essence ein Pinsel. Dann nehme ich erstmal die größere Seite und gehe mir erstmal so etwas über die Lidfalte komplett übers Auge. Dann nehme ich mir hier den Ton für die Lidfalte, mache hier so eine halbe Banane und gehe mir dann quasi hier in die Lidfalte rein. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Öffne das Auge mal und sehe von vorne, da kann noch ein bisschen was. Den Ton, den verblende ich gleich in kreisenden Bewegungen. Schaue, dass ich jetzt hier an der Augenbraue nicht zu hoch bin. Dann nehme ich mir den lilanen Ton, nehme hier die kleine Seite, setze mir hier einen Punkt und ziehe das einfach jetzt nochmal hier so im rechten Winkel in das Auge rein. Mit dem Ton gehe ich dann auch unter das Auge und rahme das Auge quasi damit ein. Dann nehme ich mir einen schwarzen Kajal, auch von NYX. Schaue einfach hier so nach vorne und gehe blind jetzt hier in die Lidfalte rein. Das ist das sogenannte Tightlining und fülle mir den Wimpernkranz von unten auf. Dann drehe ich den Stift noch einmal um, gehe noch mal einmal hier nur in die Ecke hier oben, nehme mir jetzt einen ganz kleinen Pinsel und mache mir das jetzt hier oben am Auge über dem Wimpernkranz etwas rauchiger. Mit dem Rest, was ich hier noch am Pinsel habe, gehe ich nochmal in die kleine Ecke unter dem Auge hier.
So, dann nehme ich mir meine Wimpernzange, die drehe ich so ein bisschen nach oben, drücke so zwei, dreimal und klemme mir die Wimpern so nach oben. Und ja, ich habe meine Wimpern-Extensions abmachen lassen. Und weil ich euch dann halt auch öfter mal eine gute Wimperntusche zeigen kann, unter anderem auch ein Wimpernprimer. Das ist ein Volumenprimer, der ist weiß. Den nehme ich als Base und gebe mir das jetzt zuerst mal auf meine Wimpern drauf. Seht ihr das? Das lasse ich so einen Moment trocknen und nehme mir dann auch meine Lieblingswimperntusche von Maybelline. Ja, die finde ich ganz toll, weil sie so ein sehr bewegliches Bürstchen hat. Und das ist ein relativ kleines Silikonbürstchen. Ich schaue in meinen Spiegel jetzt nach unten, gehe so mit Zickzackbewegungen nach oben und verlängere damit optisch die Wimpern. Das ist zu Hause auch immer ganz praktisch, wenn ihr ja jetzt nicht nach vorne guckt, sondern wie gesagt einfach nach unten. Und mit der Base dann die Wimpern tuscht. So, das Ganze kann man dann auch noch mit der Spitze hier unten. Das mache ich also für mein tägliches Make-up eigentlich nicht, weil man muss dann immer ein bisschen kontrollieren, dass da nichts verwischt im Laufe des Abends. Aber das macht natürlich zum Ausgehen ein wesentlich ausdrucksstärkeres Auge. Und wenn ihr jetzt das Auge einmal hier seht und seht einmal das Auge dann hier, dann ist das schon ein ganz schöner Unterschied, wie das Auge also jetzt geöffnet wird, wie ja, an der Seite zum Beispiel, dass das Schlupflid ein bisschen höher kommt. Und dann könnt ihr noch mal hier mit dem Liner entlang. Zieht euch das noch ein bisschen nach oben. Geht noch mal ein bisschen unter der Augenbraue entlang. Und könnt auch noch mal hier neben in die Ecke reingehen. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. So, die Augen sind jetzt auf beiden Seiten geschminkt. Wem es zu schnell war, spult noch mal zurück oder schreibt mir unten in die Kommentare und fragt, wie es genau gemacht worden ist. Aber ihr habt das ja gesehen. So, weil die Augen jetzt besonders betont sind, wir haben ja Silvesterabend, da soll ja das Augen-Make-up so ein bisschen glamouröser sein, werden natürlich die Lippen etwas zurücktreten. Also ich werde jetzt keinen sehr markanten Lippenstift auftragen, aber ich möchte meine Lippen schimmern lassen, strahlen lassen, etwas vergrößern. Und dafür habe ich jetzt hier von Essence diesen braunen Lip Liner und da übermale ich etwas meine Lippen. Und mit der Farbe werde ich erstmal komplett die Lippe auch ausmalen. Ich gehe immer von außen nach innen, weil die Rundung dann schöner ist. Und das macht eine vollere Lippe. Hier genauso von außen nach innen. Und wer jetzt noch so einen kleinen Schmollmundeffekt haben möchte, der geht einmal so und malt sich eine gerade Linie. So, das Ganze nehme ich nochmal weich. Und dann habe ich die Farbe 006. Die Farbe heißt Reef. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen deckenden Lipgloss. Und die Farbe verläuft auch nicht. Alle Farben sind schön. Wer es jetzt noch natürlicher haben möchte, da gibt es die Farbe Moon zum Beispiel noch. Das ist dann einfach nur so ein Gloss. So, habt ihr eigentlich auch schon von Evelyn hier diese Behälter gesehen? Finde ich auch total süß. Kann man einmal hier so drehen für die Beauty Blender. Denn wenn dann noch Make-up dran ist und ihr habt die vielleicht zum Beispiel auch unterwegs mit oder im Urlaub, ist das super schön, weil man das halt einfach jetzt hier mal so zudrehen kann. Nur mal so nebenbei. Und dann den Kabuki-Pinsel. Schön nochmal alles verblenden. Und Überschüsse werden dadurch dann eben abgenommen. Die Haut wird weich gezeichnet. Alles miteinander
vermischt schön und die Haut sieht sehr viel schöner aus, wenn ihr im Anschluss nochmal, wie gesagt, hier schön reibt, verblendet mit dem Kabuki-Pinsel. So, und zum Schluss, wie gesagt, noch einmal, dass es gut hält. Muss ja den ganzen Abend halten. Und das gibt auch noch mal so einen extra Glow. So, wir sehen uns gleich, wenn ich umgezogen bin. Das Jahr geht bald zu Ende. Ein schönes 2023. Und ihr wart mit dabei. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, die treuen Zuschauer und dass ihr mir so viel liebe Kommentare geschrieben habt. Vielen, vielen Dank dafür. Auch an alle meine Kooperationen und auch an die Firma Lilou, die mir immer den tollen Schmuck zur Verfügung stellt. Ihr fragt mich immer danach. Ansonsten sehen wir uns gesund und munter im neuen Jahr. Ich freue mich schon auf euch. Bis ganz bald. Ihr Lieben, macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.